Und da ich eine strategische Denkerin bin, habe ich überlegt, wo ist jetzt anzusetzen, um die Lage überhaupt zu entspannen. Und das ist natürlich die Polizei, mit der wir, das Wichtigste ist, mit ihr in einem guten Verhältnis zu bleiben. Hallo. Und da habe ich, was auch sehr gut gelingt, ich bin ganz stolz auf die Polizei. Und wenn wir kooperativ sind und ihre Lage verstehen, und ich habe hier einen Brief, einen Mutbrief eines Polizisten, der sagt, ich will nicht Komplize des Unrechts sein. Bravo! Und diesen Brief verlese ich jetzt. Mutbrief eines Polizisten will nicht Komplize des Unrechts sein. Die folgenden Zeilen richtete ein aktiver österreichischer Polizist an die Redaktion eines Wochenblattes. Der Name des Polizisten ist der Redaktion bekannt. Ich möchte jetzt noch einfügen, dieser Brief ist von meiner Seite eigentlich an den Polizeipräsidenten gerichtet, denn er ist der, der die Befehle erteilt, die ihm die Bundesregierung übermittelt. Der Beamte schildert einen gewissen Konflikt zwischen dem sicheren Beruf und Anordnungen zum Schaden der Bevölkerung, deren Freund und Helfer er eigentlich sein will. Er schreibt, nachdem, ich muss immer weinen, wenn ich diese Worte lese, nachdem die Sicherheitskräfte in Belarus gegen die eigenen Bürger brutal vorgingen, die sich gegen die letzte Diktatur Europas, unter Anführungszeichen, friedlich aufzulehnen begannen, gab es allerdings auch bald Polizisten und Reservisten, die ein Zeichen setzten. Sie veröffentlichten ihre Kündigungsschreiben, verbrannten ihre Uniformen oder warfen sie in den Müll. Sie gaben ihre gut abgesicherte Existenz auf, weil sie es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, diese Diktatur zu unterstützen und gegen das eigene Volk vorzugehen. Nun frage ich mich, als österreichischer Polizist in den letzten Wochen immer öfter, wann wird für mich die Zeit gekommen sein, es diesen tapferen Männern gleichzutun? Der Tag scheint immer näher zu rücken. Die Anzeichen nähern sich, dass Belarus schon bald nicht mehr alleine die letzte Diktatur Europas zu nennen sein wird. Sieht man sich die Verordnungen in ganz Europa, mit Ausnahme Schwedens, an, die angeblich die Verbreitung des Virus eindämmen sollen, dann ist dieser Fall tatsächlich schon eingetreten. Und jetzt schreibt er, dieser Tage, und das ist an den Polizeipräsidenten jetzt gerichtet, dieser Tage bekamen wir österreichischen Polizisten jedenfalls eine beschwörende Einpeitscher-SMS des Innenministers auf unsere Dienstmobiltelefone. Ich werde neugierig, ob das alle bekommen haben. Ich habe schon gefragt, habe aber keine Antwort bekommen. Als Vorbereitung auf das, was kommt, sobald die Covid-19-Gesetze durchgepeitscht wurden, sollen wir also bald auch Bürger an Checkpoints, sagt der Polizist, sollen wir also bald auch Bürger an Checkpoints aus ihren Autos zerren oder schwangere Frauen von ihren kleinen Kindern zu Hause festnehmen, weil sie Protestaufrufe gepostet haben? Müssen wir brutal gegen Frauen auf offener Straße vorgehen, weil sie im Freien keine Maske tragen? All das ist bereits geschehen. Nein, nicht in Belarus, sondern ebenso wie in Österreich,
angeblich demokratischen Rechtsstaat Australien. Ich habe mich bereits einmal, der Polizist sagt jetzt, ich habe mich bereits einmal von dieser Regierung zum Komplizen des größten Unrechts der Zweiten Republik machen lassen. Ein zweites Mal wird mir das nicht passieren. Mein Wunsch wäre, dass dies auch viele, möglichst viele Kollegen erkennen, bevor es zu spät ist. Die Hoffnung ist gering, stirbt aber bekanntlich zuletzt.